und was geht, euer Karasu ist wieder back am Start mit ein bisschen Dragon Ball Action. Die Draft Pages sind endlich da, wir haben 10 Stück an der Zahl und Leute, haltet euch fest, da gibt's einiges. Und es wirft noch mehr Fragen auf und noch mehr Spekulationen überhaupt, was davor passiert ist. Wir hatten ja schon mal davor eine Seite, die hatte ich natürlich nicht präsentiert, aber da war halt nur eine kurze Seite, wo Granola eine Bedingung akzeptiert, um halt dieser Stärkste der Universum zu werden. Aber hier jetzt wird es nochmal krasser. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Ja, kommen wir zu den ersten drei Seiten. Wir sehen natürlich erstmal wieder die Coverpage. Ja, da geht es natürlich um den Drachen, um Granola und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich hier so zusammengefasst worden von Hermes. Ja, Granola nur so stark werden kann oder nur der Drache ihn nur so stark machen kann, was in seinem Potenzial liegt. Also alles, was über sein Potenzial ist, kann er sowieso nicht machen. Aber das würde nicht reichen, um der Stärkste des Universums zu werden. Und der Drache schließt auch aus, dass Engel und Götter mit berücksichtigt werden. Also er kann ihn nicht stärker machen als Götter oder Engel. Granola sagt daraufhin, ja, dann hat es ja keinen Sinn, wenn ich nicht der Stärkste sein kann, weil nur an meinem Potenzial hängt. Da sagt der Drache, doch, wir können es so machen, wenn du die Bedingungen akzeptierst, kann ich dich auch stärker machen, also zum stärksten Krieger im Universum. Es ist aber an eine Bedingung geknüpft, die du akzeptieren musst. Wir wissen noch nicht ganz genau, was für eine Bestimmung das ist, aber da kommen wir gleich auf alle Fälle beim späteren Verlauf nochmal zurück. Das waren die ersten drei Seiten, also nicht so viel, nur halt, dass es mit einer Bedingung angeknüpft ist und wenn er die akzeptiert, kann er sogar stärker werden als sein eigenes Potenzial. Weiter geht es auf dem Planeten von Beerus. Vegeta versucht ja währenddessen immer noch das Haarkai zu erlernen, also diese Zerstörungstechnik der Götter der Zerstörung. Er versucht auch einen Stein zu zerstören. Beerus, ja, bemängelt das ein bisschen, weil er nämlich zu Vegeta sagt, du hast es nicht durch das Haarkai zerstört, sondern durch deinen eigenen Willen. Und wenn Haarkai benutzt wird oder die Zerstörung benutzt wird, dann bleibt von diesem Objekt oder Gegenstand oder Körper nichts mehr übrig. Er verschwindet. Und er erklärt es sowas wie, dass es von 1 auf 0 zurückgeht. Also komplett Rückgang mit dem Haki kann man alles auslöschen und vernichten. Und dass Vegeta hier nicht Haarkai benutzt hat, sondern mit seiner normalen Willensstärke diesen Stein zerstört hat. Währenddessen gibt Beerus auch gleichzeitig Vegeta eine Demonstration, wie es denn richtig funktioniert und man sieht, dass er einen kleinen Stein zerstört und eine riesige Explosion entsteht und das ist das berühmte Haarkai und man sieht auch nur, dass es komplett in Staub und Sandkörner zerpulvert. Währenddessen bemerkt Son Goku natürlich auch, dass Beerus sein Haarkai weiter fortsetzt. Währenddessen konzentriert sich Son Goku weiter auf dem Training mit seinem Ultrainstinkt. Er versucht hier natürlich das zu verfeinern, den Ultrainstinkt natürlich noch ein bisschen besser zu machen. Beerus merkt auch, als er Haarkai verwendet hat, was auch nochmal zu dem anderen gehört, dass sein neuestes Kami-Comic, also Gott-Comic, was es dort anscheinend gibt, es gibt eine Comic-Version, die für Götter ist, dass er das aus Versehen ein bisschen angesmoked hat, ein bisschen verbrannt hat. Riz fragt auch nochmal Goku, ob er denn neidisch ist auf Vegeta, was er dort lernt und Son Goku sagt, nein, eigentlich nicht, Vegeta ist halt Vegeta und Vegeta macht halt seine Sachen und ich mache halt meine Sachen und ich versuche hier den Ultrainstinkt, ja, wie nennt man das, fein abzustimmen, also zu verbessern in dem Fall und es ist aber irgendwann so sein wird, dass wir natürlich den Stärksten des Universums ermitteln wird und das wird einer von uns natürlich sein. Riz sagt daraufhin, wie kommst du denn darauf, dass es um euch beide geht? Das Universum ist doch sehr groß und man weiß ja nie, wann ein wirklich krasser, starker Gegner erscheint oder erweckt wird oder sonst dergleichen und dass es nicht unbedingt auf die beiden zurückzuführen ist. Und Riz sagt auch nochmal im Vorbeigehen, hey, hier, guck mal, der Orakelfisch. Und der Orakelfisch geht bloß und sagt, ein mächtiger Krieger im Universum wird bald erscheinen. Und Riz sagt, ja, siehst du, Goku, es ist nicht unbedingt auf euch bezogen. Vegeta taucht auch in dem Fall auf vor dem Orakelfisch und schreit ihn an, du redest doch nicht etwa über mich, oder? Und währenddessen lässt Vegeta einen kleinen Felsen oder einen kleinen Stein mit Haki wirklich zerstören. Also Haarkai wird hier vom Vegeta doch noch weiter trainiert und er schafft es auch, wie man hier
erfährt. Das war es im Grunde. Also sie streiten sich natürlich ein bisschen darüber, aber das kennen wir ja von den beiden. Ne? Also Vegeta versucht natürlich schon mit seinem Haarkai Son Goku zu imponieren und zu sagen, ey Digga, wenn ich das richtig drauf habe, dann mache ich dich fertig. Ich kann denn Objekte und Körper und alles zerstören und vernichten. Ja, so in etwa. Das war es aber im Großen und Ganzen auf diesem Planeten erstmal für diese Draft Pages. Wir kommen zurück zu Planeten Cereals. Und ja, wir sehen nur, dass die Dragon Balls nach oben steigen und natürlich davon gehen. Und wir sehen, Granola hat auf einmal sehr, sehr lange Haare. Wir sehen, dass er verwandelt ist. Also im Grunde hat er die Bedingung akzeptiert. Welches ist, wissen wir leider nicht aus diesem Draft-Pitch. Wir wissen nur, dass er die akzeptiert hat, um halt der Stärkste des Universums zu werden. Auf der nächsten Bild sehen wir den Granola in voller Pracht. Und wir sehen auch, dass er einen riesigen Felsen anhebt. Und ja, sowas wie Telekinese wahrscheinlich hochheben kann und bewegen kann. Das war es aber erstmal mit diesen 10 Seiten. Was mich halt sehr fraglich und natürlich auch sehr viele Spekulationen aufwirft, ist, welche Bedingung war es? Viele vermuten ja, dass er sich zum Saiyajin oder Saiyajin-Zellen bekommen hat, weil wir ja wissen, die Saiyajins sind ja eine Kriegerrasse und mit sehr, sehr großen Potenzialen und sie können sich stetig weiterentwickeln und stetig stärker und stärker werden. Dass vielleicht der Drache gesagt hat, hey, die Bedingung ist, ich muss dich zum Saiyajin machen, also zu dem Erzfeind, die du eigentlich hast, zu dem muss ich machen, weil die das größte Potenzial haben und damit kann ich dich zum stärksten Krieger des Universums machen. Wäre eine Möglichkeit, es kann aber auch noch sehr viele andere Möglichkeiten haben, aber das wäre so ein kleiner Hinweis von mir, was ich sofort denken würde, weil es muss irgendwas sein, was einen schockieren wird, ne? Also meistens ist es ja so, dass man halt zu dem werden muss, was man eigentlich geschworen hat zu vernichten oder zu bekämpfen, um halt wirklich nochmal stärker oder der Stärkste zu werden. Und das könnte auch in dem Fall sein, dass er sich hier Saiyajin-Zellen einpflanzen lassen hat oder sich verwandeln lassen hat zu einem Saiyajin. Aber mit den langen Haaren weiß ich nicht, Leute. Es sah mir sofort aus wie ein Super Saiyajin 3, aber sehr witzig. Aber ich freue mich mega drauf. Am 20. oder am 19.3. kommt es ja eigentlich raus. Bin sehr gespannt. Das war's aber erstmal von mir und diesen Draft Pages. Ich bin erstmal raus und tschüss.